Anna Heiser muss ihrem kleinen Sohn Leon den Tod erklären. Eine Aufgabe, die sie fast an ihre Grenzen gebracht hätte. Anna Heiser geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Für das Wohlergehen ihrer beiden Kinder würde sie alles tun. Doch manchmal weiß auch eine Supermami wie Anna nicht, wie sie ihren Sprösslingen die Welt erklären soll. Besonders das Thema Tod beschäftigt die kleine Familie derzeit sehr, denn vor kurzem mussten sie sich von ihrem geliebten Kater verabschieden. In einem neuen Instagram-Beitrag berichtet Anna, dass Söhnchen Leon nach dem Kater gefragt hat. Ich muss gestehen, dass sowohl Gerald als auch ich etwas überrascht waren, denn es sind genau 2 Wochen vergangen, seitdem wir Shuffles gehen lassen mussten und bis jetzt hat Leon nur einmal nach ihm gefragt, und zwar direkt nachdem ich vom Tierarzt zurückgekommen bin, erzählt sie. Wie erkläre ich einem 2,5-jährigen Kind, was tot ist? Auch wenn es sich nur um ein Haustier handelt, war Shuffles für Leon schon immer da gewesen. Und auf einmal ist er weg, so Anna. Ich wusste nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Also habe ich meinem Sohn erzählt, dass unser geliebter Kater jetzt bei den Sternen ist. Wenn er abends einen hellen Stern am Himmel sieht, ist es der Shuffles. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig oder falsch war, denn ich weiß nicht, wie man kleine Kinder mit dem Tod konfrontiert. Aber als Leon vorhin einen Stern gesehen hat, hat er mit seinem kleinen Finger auf ihn gezeigt und ganz leise Shuffles geflüstert. Wenn es nach ihren Fans geht, hat Anna in dieser Situation alles richtig gemacht. Man kann Kindern den Tod erklären, absolut richtig, was du gemacht hast. Ein Kind, was eine Frage stellt, hat eine ehrliche, natürlich altersgerechte, Antwort verdient, schreibt eine Userin.